Moin Leute, es kam wieder ein schöner Rezeptwunsch rein. Und zwar hat sich die Carina Igorazio einen Spargelsalat gewünscht mit Wildkräutern. Das ist eigentlich gar nicht mein Bereich. Dietlind? Dietlind? Ja, hallo und willkommen bei Kraut und Küche. Und danke Carina für diesen tollen, frühlingshaften Rezeptvorschlag. Spargelsalat mit Wildkräutern ist wirklich eine gute Idee, finde ich. Denn Spargel ist ja jetzt im Mai so ein richtiges Frühsommer- oder noch Frühlingsgemüse. Und gerade jetzt in dieser Zeit gibt es eben auch noch viele frische, leckere Wildkräuter. Das Besondere an diesem Rezept, ich werde heute mal einen rohen Spargelsalat machen. Das kennt vielleicht viele von euch gar nicht. Normalerweise isst man ja Spargel schön gekocht, am besten noch mit leckerer Soße drüber und ein bisschen Kartoffeln dazu. Wir machen den Spargel heute roh und damit er so richtig lecker, knackig und auch aromatisch wird, machen wir dazu eine schöne Salatmarinade. So, hier haben wir also unsere Zutaten. Das sind vor allem Wildkräuter, der Spargel. Hier habe ich weißen Spargel genommen. Ihr könnt natürlich auch grünen nehmen, aber gerade wenn ihr den Spargel roh lassen wollt, eignet sich der weiße eigentlich besser, weil man den besser schälen kann. Und bei dem grünen Spargel, der wird dann ja nicht geschält, hat aber dafür eine umso härtere Schale. Also hier einen Bund weißen Spargel, das sind etwa 350 Gramm. Dann habe ich einen Bund Frühlingszwiebeln, etwa 50 Gramm Walnüsse. Diese hier, das finde ich besonders schön, sind quasi aus eigener Ernte. Ist also auch alles regional, aber ihr könnt natürlich auch einfach die gekauften nehmen. Dann habe ich hier noch einen halben Bund Radieschen, auch ein schönes Frühlingsgemüse. Ja, eins der ersten, die man jetzt im Garten ernten kann. Und unsere Wildkräuter. Ich habe hier bei unserem Salat darauf geachtet, dass ich möglichst Wildkräuter nehme, die nicht so sehr bitter sind. Es gibt ja viele von Kräutern draußen in der Natur, die sehr stark bitter sind. Diese hier sind alle eher mild. Da haben wir zum Beispiel die Vogelmiere. Die wächst auch bei uns im Garten. Viele kennen die auch als ganz schön wucherndes Unkraut. Die ist aber sehr lecker und sehr knackig, hat fast ein nussiges Aroma. Und dann haben wir hier oben den Giersch. Auch den Giersch kennt ihr bestimmt aus eurem Garten als Unkraut. Ich achte darauf beim Giersch, dass ich immer die ganz jungen Blätter nehme. Also wenn die noch ganz knackig frisch aussehen und richtig schön glänzen, sind sie prima mild und lecker im Salat. Also diesen frischen Giersch bekommt ihr dann meistens jetzt um die Jahreszeit noch, wenn ihr mal da guckt, wo gemäht worden ist. Während nämlich die alten Girschblätter inzwischen schon ganz schön zäh geworden sind, da, wo gemäht wurde, kommen diese frischen, jungen, leckeren Girschblätter immer nach. Dann habe ich hier hinten noch ein bisschen Taubnessel. Das ist hier die weiße Taubnessel. Hier ist auch ein bisschen rote Taubnessel. Die Taubnessel ist übrigens nicht verwandt mit der Brennnessel. Die habe ich heute nicht dabei. Sie ist viel milder, wächst auch ganz anders und hat, wenn man genau hinsieht, auch einen ganz anderen Charakter. Im Salat eignet sie sich super, weil sie so wunderhübsche hier weiße und da eben die roten Blüten hat. Es gibt auch eine gelbe, die heißt dann Goldnessel. Die Taubnessel ist übrigens ein uraltes Frauenheilkraut, also auch da gibt es ganz viele Rezepte. Hier habe ich sie jetzt einfach mal bei uns im Salat. Was, wie ich finde, in einem Frühlingssalat nicht fehlen darf, sind frische Blüten. Nicht nur von der Taubnessel, sondern hier haben wir auch Gänseblümchen. Das habe ich ja schon mal erzählt, die sind also auch immer in der neuen Kräutersuppe mit drin und auch eben wunderhübsch im Salat. Dann habe ich hier hinten noch ein bisschen Sauerampfer, das gibt dem Ganzen noch ein bisschen eine fruchtig-säuerliche Note. Und der Beinwell. Beinwell war früher ein sehr, sehr beliebtes Gemüse für Salat, aber auch richtig für Kochgemüse, das hat man also fast wie Spinat gegessen. Und es war ein ganz beliebtes Viehfutter. In den USA in den 70er Jahren war der Beinwell übrigens eine richtige Modepflanze. Man nannte ihn auch die Pflanze der Hippies, weil er ganz besonders oft eben von den damaligen Hippies angepflanzt worden ist, die auf ihren neuen Höfen mit Wildpflanzen experimentiert haben. Ja, auch der Beinwell ist eine uralte Heilpflanze. Die hat man also nicht nur als Gemüse gegessen oder fürs Vieh genommen, sondern ganz besonders auch die Beinwellwurzel ist sehr, sehr wirksam bei allen Themen um Knochen- oder Muskelverletzungen. Also Beinwell kann man ja aus dem Namen vielleicht schon schließen. Damit hat man früher Knochen geheilt und kann man auch heute noch wunderbar. Also die Beinwellwurzel als Salbe oder Tinktur ist sehr, sehr wirksam. Da mache ich vielleicht noch mal ein eigenes Video zu. Heute habe ich hier ein paar Blätter im Salat.
Übrigens solltet ihr aufpassen, es gibt ja immer wieder die Diskussion um Pyrrolizidine. Auch im Beinwell sollen die oder sind die enthalten. Nicht in besonders großer Menge, aber es gibt immer wieder Leute, die sagen, man sollte die Beinwellblätter nicht nehmen. Andererseits gibt es dann auch wieder Stimmen, die sagen, gerade Beinwellblätter haben ganz viele gesunde Stoffe, viele Vitamine und sie sollen sogar Vitamin B12 enthalten. Manche sagen, Vitamin B12 ist in den Blättern, andere sagen nur in den Blüten. Ganz genau scheint es irgendwie noch nicht klar zu sein. Ich habe jetzt hier so 3-4 Blätter für meinen Salat und ich denke, das kann auf jeden Fall der Gesundheit nicht schaden. Ja, für die Würze habe ich jetzt hier noch 2 Wildkräuter, davon nehme ich nur ein ganz bisschen. Da haben wir hier einmal den Gundermann. Ach, darüber habe ich ja schon mal was erzählt. Der ist also sehr gesund, ist auch wunderhübsch, wie man hier sieht, mit den kleinen lilafarbenen Blüten und sehr aromatisch. Davon also als Gewürz nur ein paar Blättchen. Und hier hinten die Knoblauchrauke. Jetzt im Mai blüht die so wunderschön. Später kriegt sie auch Samen, die man fast verwenden kann wie Senf. Die Knoblauchrauke hat einen ganz bitteren Beigeschmack. Sie schmeckt, wie der Name schon sagt, ein bisschen nach Knoblauch. Aber vor allem ist sie eben sehr bitter, deswegen nehme ich auch davon nur als Aroma ein paar Blättchen und die Blüten zur Dekoration. So, los geht's! Wie versprochen, wir machen eine Marinade für den Spargel. Ich habe gedacht, passend jetzt für einen Frühlingssalat mache ich es ein bisschen fruchtig. Das gleicht dann den eventuellen bitteren Geschmack der Wildkräuter nochmal schön aus. Dazu nehme ich erstmal ein bisschen frisch gepressten Zitronen- und Orangensaft. So, das sind jetzt 50 ml, etwas mehr Zitronen als Orangensaft. Dazu kommt jetzt Walnussöl, passend zu den Walnüssen. Ihr könnt natürlich auch jedes andere beliebige Salatöl nehmen, und zwar etwa 50 ml. Um das Ganze jetzt noch ein bisschen fruchtiger zu machen, kommt dazu Sirup. Das hier ist jetzt ein bisschen Gänseblümchensirup. Es geht aber auch genauso gut jeder andere fruchtige Sirup oder zum Beispiel auch Ahornsirup. 4 Teelöffel. So, als Emulgator noch einen Teelöffel Senf. Eine Knoblauchzehe. Diese hier hatte ich vorher schon in Öl eingelegt. Sehr fein hacken und dann mit ins Dressing geben. Jetzt noch würzen, also ein bisschen Pfeffer und einen halben bis einen Teelöffel Kräutersalz. So, das ist jetzt unser Dressing und gleichzeitig auch die Marinade für den Spargel. So, das ist hier mein Spargel. Den hier habe ich jetzt schon vorgeschält, das heißt, den schneide ich einfach jetzt in feine Scheibchen. So, der Spargel kommt jetzt in die Salatschüssel und darauf kommt jetzt unser Salatdressing. Das Ganze knete ich jetzt noch ein bisschen durch und jetzt können die Spargelstückchen in dieser fruchtigen Marinade ungefähr eine halbe bis eine Stunde gut durchziehen. So, und jetzt geht's an unsere restlichen Salatzutaten. Die Frühlingszwiebeln werden schön fein gehackt. Die Radieschen werden geviertelt und dann in feine Scheibchen geschnitten. Und dazu kommen jetzt unsere Wildkräuter. Die werden jetzt einfach sehr fein gehackt. Das könnt ihr so wie ich hier mit einem großen scharfen Messer machen oder eben auch mit einer Kräuterwiege. So, Vogelmeere, dann unseren jungen Giersch, die Taubnessel. Ich schneide hier jetzt einfach die Blüten mit ins Kraut. Ihr könnt es natürlich, damit es besonders hübsch aussieht, vorher die Blüten alle abziehen und die einfach hinterher über den Salat streuen oder drunter heben. So, hier ist unser Sauerampfer. Wenn ihr sicher gehen wollt, dass ihr auch wirklich Sauerampfer auf dem Teller habt und nicht irgendeine von den vielen anderen Ampferarten, das ist hier natürlich ganz einfach, wie schon der Name sagt, einfach mal probieren. Der Sauerampfer ist der einzige unter den Ampfersorten, der richtig säuerlich schmeckt. Jetzt ab Mai, Juni erkennt man Sauerampfer auch gut an seinen hochschießenden, rötlichen, kleinen Blütenständen. So, die Beinwellblätter. Beinwellblätter sind übrigens auch ganz besonders lecker und sehen auch hübsch aus, wenn man sie wie Schnitzel paniert und in der Pfanne brät. Und weil Beinwellblätter so schön groß sind, kann man daraus auch prima gefüllte Röllchen machen. So, dann habe ich hier jetzt noch unsere Gewürzwildkräuter.
den Gundermann, da zupfe ich die Blättchen ab. Und hier die kleinen lilafarbenen Blüten. Die könnt ihr auch ganz lassen, die Blätter. Oder aber so wie ich, noch ein bisschen fein hacken. Auf jeden Fall so, dass hier die Blüten möglichst ganz bleiben, damit die dem Salat hinterher auch ein bisschen Wildkräuterzierde verleihen. Etwas Knoblauchrauke, da solltet ihr wirklich darauf achten, dass es nicht zu viel ist. Je nach Geschmack könnt ihr die natürlich auch weglassen. Die Blüten von der Knoblauchrauke zupfe ich hier einfach ab und tue sie so mit in den Salat. So, damit haben wir hier unsere Salat-Wildkräutermischung. Ihr könnt natürlich selbst erstmal gucken, was bei euch vor der Haustür und drumherum so wächst. Was zum Beispiel auch immer sehr lecker in Salat ist, das habe ich hier nicht gefunden, ist zum Beispiel die Gartenmelde oder auch weißer Gänsefuß. Die hat also auch einen sehr leckeren, nussig-milden Geschmack. So, hier ist unser Spargel. Der hat inzwischen so eine gute halbe Stunde in der Marinade gezogen. Und dazu kommen jetzt einfach unsere Wildkräuter. Dann habe ich hier noch die Gänseblümchen, die dürfen natürlich nicht fehlen. Die lasse ich einfach so, wie sie sind, als kleine Köpfchen. Das Ganze schön unterheben und die Walnüsse einfach so mit dazugeben. So, und so sieht er aus, unser fertiger Spargel-Wildkräutersalat. Ich wünsche euch und vor allem dir, Carina, viel Spaß beim Nachmachen und guten Appetit! Kosten? Lecker! Gut, ne? Ja, danke dir fürs Einspringen übrigens und gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Bis zum nächsten Mal!